Moin, Janis hier, zurück im Hobby-Turnier. Runde 4, glaube ich. Deswegen habe ich da so ein bisschen gestockt. Und ich habe mich wieder hier in so eine komische Variante verleiten lassen, die ich gegen, na, helft mir, Pion und Chespai schon gespielt habe. Smaragdelefant ist zu uns gestoßen. Goose 84 ist dabei. Vielleicht kriegen wir also noch einen bunten Strauß neue Gegner dazu. Schauen wir mal, wie die sich einfügen, ob die auch dabei bleiben und ob die mit uns spielen wollen. Ein bisschen diesen Vorstoß hier vor Augen und den möchte ich eigentlich nicht unbedingt erleben. Droht die Gabel hier unten, deswegen erst Schach, dann König bewegen. Jetzt haben wir beide unsere Rochade aufgegeben. Mein Läufer steht eigentlich hier auf C8 besonders ungeschickt. Vielleicht ist das ein Weg, um zumindest den Springer zu entwickeln. Und dabei vielleicht dann auch nochmal mehr Optionen zu schaffen. Kann ich nicht das spielen? Kann ich das nicht spielen? Nein, kann ich nicht spielen. Ja, wobei, muss man genau rechnen. Also C6, Springer schlägt B6, dann König D8, Springer schlägt den Turm. Und ich schlage seinen Läufer. Nee, das reicht nicht. Das ist renditemäßig nicht genug. Ich muss aufpassen, die Gabel muss immer noch gedeckt bleiben. Deswegen geht König E6 nicht. Sieht auch komisch aus, aber man darf ja auch mal das Undenkbare denken. Und jetzt habe ich immerhin die Drohung, hier den Springer anzugreifen. Daher Smaragdelefant gegen Manyways. Läuferangriff. Er könnte hier unten tauschen, wenn er möchte. Will er nicht. Ich will aber zumindest meinen Springer mal entwickeln, dann, wenn er ihn schon am Leben lässt, soll er auch was Sinnvolles tun. Das soll Smaragdelefant nachher möglichst leid tun. Den hier möchte ich eigentlich ungern auf dem Brett sehen. Und wenn er jetzt wegzieht, droht der Turm schlägt D6, dann gehe ich aber mit dem König nach C7. Und sollte wieder safe sein, er hat keine zweite Figur, mit der er hier so eben angreifen kann. Was geht, ist Türme verdoppeln, das macht er jetzt auch. Sollte ich aber vielleicht die Chance erstmal nutzen, hier ein Bäuerchen mitzunehmen. Ich habe nämlich Turm D8 immer noch. Oh Gott. Warum sehe ich das denn nicht? Voll nicht auf dem Radar. Ist eine lange Diagonale, okay. Ja, aber. Sorry übrigens für die Lärmbelästigung. Aber das muss ich doch sehen. Mann. Mann. Smaragdelefant holt sich ordentlichen Materialvorsprung hier. Ach, das kostet ja auch nochmal Material. Eieieiei, nicht mein Turnier. Ich stehe nach wie vor noch bei dem einen Punkt aus der ersten Runde gegen Northern Impact. Gegen Chessy Chessa verloren, habe gegen Piano Chespai verloren. Verliere jetzt wahrscheinlich gegen Smaragdelefant. Hier kommt das Schach mit dem Turm. Nein. Kommt es nicht, weil er hat einen besseren Zug, er holt sich den Bauern hier hinten. Und verdoppelt jetzt hier unten, um sich den nächsten zu holen. Zumindest wäre das meine Vermutung. Tja, gibt man das auf? Spielt man da nochmal weiter? Versucht man noch was? Nee, das gibt man auf. Ja, das gibt man auf. Gehen wir kurz ins Analysebrett, gucken uns das an. Aber eigentlich ein
Grausames Spiel. Glückwunsch an Smaragd Elefant. Ich gucke mal an, was man hier spielen muss nach dieser Variante. Die hat halt schon plus 5. Korrekter Zug. Habe ich sogar gespielt. Dame nach F6. Hätte dann da die Dame tauschen sollen. Warum habe ich das denn nicht gemacht? Check ich nicht. Das ist ja eigentlich die Idee gewesen, die Damen vom Brett zu kriegen. Gut, klar, so schlägt Weiß, aber im Prinzip vieles richtig gespielt. König D8 hier statt D7, plus 0,3. Alles aber völlig im Rahmen hier. Da habe ich sogar kurz Vorteil und dann kommt halt dieser Komplettaussetzer, der die Partie wegschmeißt. Also zumindest richtig eingeschätzt, dass das der entscheidende Fehler ist, aber vorher geht eigentlich. Der schlechteste Punkt ist das hier, wo ich mit Dame nach B6 Dame E5 Schach ermögliche und dann fällt dieser Bauer hier hinten, nachdem ich mit der Dame verteidigen muss, weil sie angegriffen ist vom Läufer. Also das geht auf keinen Fall, ich hätte da tauschen müssen, aber gut. Wir sehen uns bei der nächsten Partie. Vielen Dank fürs Zugucken und mitleiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.